Moin Moin, meine lieben Edelmetallfreunde und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt zu meinem Format. Ja, heute gibt es ein paar spannende Themen. Bevor ich jetzt aber sozusagen auf die Welt der Edelmetalle eingehe, noch ein paar persönliche Worte, wenn man so will. Erstmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken für dieses unglaubliche Feedback zum letzten Video. Das letzte Video war ja am Samstag. Ihr habt mir Spaß gemacht, darüber zu berichten, ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, was die Edelmetalle betrifft und auch mal so ein bisschen Expertenmeinungen aus anderer Sicht zu präsentieren. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und dementsprechend sind auch sehr viele Kommentare und sehr viele Likes und also Likes halt insgesamt, ne? Auch ein paar Dislikes, aber das gehört ja immer dazu gekommen. Und ja, also insgesamt muss man sagen, war das Feedback, würde ich jetzt behaupten, sehr, sehr gut. Dennoch hat einer geschrieben, sag mal, du machst zwar gute Videos, aber ich komme mit deiner Art und Weise nicht so zurecht. Ja? Da habe ich mir gedacht, da möchte ich mal drauf antworten, weil ich das insofern spannend finde, weil ich bin halt so, wie ich bin. Ja? Also meine Art, so wie ich bin, definiert mich ja als Mensch. Und ich werde einen Teufel tun, auf gut Deutsch gesagt, und mich und meine Art für andere ändern. Also das ist auch so ein Tipp, den ich euch mitgeben kann, dass ihr euch nicht für irgendjemanden auf dieser Welt verbiegen müsst oder sollt oder ja müsstet, wie man das auch formulieren will, ja. Also macht das bitte nicht, bleibt euch treu, so wie ihr seid, so seid ihr gut, ja. Das trifft natürlich auf jeden einzelnen Menschen zu, das mal ganz klar gesagt. Was mir aber dadurch eingefallen ist, und ja, ich bin ein Mensch, der wo die Sache etwas gemütlicher vertretet, gerade wenn es um das Thema Finanzen geht. Und ja, es ist als Außenstehende eine Sichtweise, die vielleicht etwas suspekt klingt oder wirkt, weil ich natürlich nicht der sehr klassische Vertreter von Gold und Silber bin. Ja, ich bin nicht so der Typ, der jetzt einen Anzug anhat, eine Krawatte. Man stelle sich Goldman Sachs Mitarbeiter vor, ja, die alle mit ihren Krawatten, mit ihren roten Krawatten und schwarzen Anzügen vor den Charts sitzen und darauf warten, bis ein Peak ausbricht. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich auf diesen Kommentar eingehe. Genau das bin ich halt nicht, ja. Und das ist aber auch etwas, was ich euch als Tipp mitgeben will. Betrachtet dieses Thema Finanzen nicht zu sehr als etwas Geheimnisvolles, als etwas Schreckliches, als etwas, was man nicht äußern darf, als etwas, was nur für die Hochfinanz bestimmt ist. Ja, das ist für jeden Menschen auf dieser Welt ein Thema, was wichtig ist. Und dafür braucht ihr nicht irgendwie euch, wie ich eingangs schon sagte, verstellen, verändern oder irgendwie euch anders präsentieren. Und das ist mir nochmal wichtig, eben auf in den Kontext zu diesem Kommentar, eben das euch nochmal zu verdeutlichen, dass ihr gut so seid, wie ihr seid. Ja? Und dieses Thema Finanzen kann man auch so, wie man ist, ganz gut vertreten. Ja? Deswegen habe ich das nochmal sozusagen Revue passieren lassen. Das ist auch im Prinzip ein bisschen mein Kanalkonzept. Ich möchte zeigen und verdeutlichen, dass jeder Mensch auf dieser Welt sich diesem Thema annehmen darf, ja? Und sich nicht irgendwie verstecken muss. Nicht bei diesem Thema. Nicht bei diesem Thema, wenn es um Armut geht. Ja? Nicht, wenn es darum geht, dass Menschen womöglicherweise ihr Hab gut verlieren. Nicht bei sowas. Ja? Wir sind schon, ihr wisst es alle, ich möchte nicht zu sehr in die Politikschiene übergreifen, aber ihr wisst es alle. Probleme in dieser Welt gibt es genug. Da muss man nicht wirklich jedes einzelne Problem oder Problem ist vielleicht die falsche Bezeichnung, jede einzelne Situation problematisieren, wenn man so will. Oh, Wortschöpfung bei Silbermanze. Ihr wisst, was ich meine. Insofern, man kann die Dinge ruhig auch etwas mit Ruhe und Gelassenheit oder etwas neusprachlich ausgesprochen, Wortschöpfung läuft heute, einfach cooler angehen. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt aber zu dem eigentlichen Thema, weil ich habe jetzt schon 4 Minuten darüber geredet. Es macht aber nichts. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen Tipp mitgeben, dass man auch Finanzen etwas mit Ruhe betrachten kann.
wurde ich gefragt, du Silbermatze, übrigens, bevor ich da jetzt drauf eingehe, in den Gold- und Silberpreisen hat sich jetzt nicht sehr viel bewegt. Die Gold- und Silberkurse steigen sehr moderat im Moment, aber wie gesagt, wir sind jetzt so anfangs Mitte des Monats, langsam, aber nicht sicher, kommen wir auf den Scheitelpunkt des Monats und es neigt sich so dann dem Ende zu diesem Monat. Also es bleibt definitiv spannend, aber das werde ich jetzt nicht in jedem Video die gleiche Leier wiederholen. Ihr wisst es selber, dass die Leute, die wo sich wirklich für Gold und Silber begeistern können und auch ein bisschen Feedback dazu haben, auch Leute, die jetzt nicht so viel mit Gold und Silber zu tun haben, aber sich vielleicht in den Börsen sehr gut auskennen, die werden wissen, ihr seid selber alle Profis in eurem Bereich. Ihr werdet wissen, dass Gold und Silber definitiv noch einiges an Luft nach oben hat. So, aber jetzt genug davon. Ich wurde nämlich gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich? Kann eigentlich bei dem Thema Gold eine Goldblase entstehen? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, auf das ich heute wirklich eingehen möchte. Thema Goldblase. Das wird ja immer ganz gern behauptet. Also ihr wisst es ja, diese Allesblase, ja, Aktienblase, Immobilienblase, Penny-Großmarktblase oder weiß ich nicht, Wurstzemmelblase, egal was ihr da nehmt, es befindet sich ja immer alles in einer Blase. Kann man jetzt so sehen, muss man ja nicht so sehen. Ja, Bitcoin, egal was, ja, Allesblase einfach. Mag vielleicht, ich sag bewusst vielleicht, ja, auf die ein oder andere Asset-Klasse zutreffen, ja, aber auf Gold im Moment sicherlich nicht. Das möchte ich ganz klipp und klar so deutlich ausgedrückt haben, denn wenn das so wäre, würde, und das ist zum Beispiel ein Beweis dafür, der Goldpreis im Moment nicht so lange vor allen Dingen vor sich hin konsolidieren. Das macht der Goldpreis, wenn er sich in einer Gold-Rally-Blase befindet, in so einer Allesblase befindet, definitiv nicht. Und es gäbe auch nicht ständig immer wieder Rücksetzer. Ja, also wenn man sich die Kotdaten von der CFTC anschaut, dann weiß man, dass diese fundamental, also dass die Daten auf einem fundamentalen Niveau basieren, also das steht auf einem richtig gesunden Fundament, ja, der Goldpreis im Moment. Es wurden sehr, sehr viele leichte Hände aus dem Markt herausgeschwemmt und herausgespült und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo man weiß, okay, das ist hier definitiv keine Goldblase. Ja? Aber nichtsdestotrotz könnte es ja sein, dass langfristig durch diese Goldrally eine Goldblase entsteht, weil immer mehr Spekulanten in diesem Thema Gold einsteigen, weil sie darauf aufmerksam werden. Klar, jeder will ein Stück vom Kuchen haben. Marktwirtschaft, wisst ihr alle. Da muss ich sagen, rein theoretischerweise ist es so, dass es irgendwann so oder so eine Goldblase geben wird, weil nämlich die Edelmetalle an sich ganz einfach endlich sind, ja. Wie es dann da ausschaut, ob die Menschheit, das ist natürlich spekulativ und sehr starke Zukunftsmusik, ob die Menschheit sozusagen bis dahin einen technologischen Fortschritt geschafft hat oder eine Weiterentwicklung ihres Geistes, wie man es auch sehen will, bevor diese Rohstoffe sozusagen aufgebraucht sind, das weiß ich nicht. Ja, also das ist Spekulation, das weiß niemand. Ja, kann sein, dass die Menschheit sozusagen, wie es jetzt im Moment ausschaut, ja, was Brennstofftechnologie betrifft oder generell was unsere ganze Technologie betrifft, so weiter permanent, aber langsam und moderat vor sich hin weiter steigt, wenn man so will. Oder aber es gibt eines Tages einen Schwung an Steigung, den wir alle überhaupt nicht erwartet haben und wir werden immer verändern uns, laufen mit Nanorobots in den Körpern rum oder wir schließen uns im Internet an. Ja, ihr wisst es ja, was zum Beispiel eine Firma von, wie hieß er gleich noch, also den Chef von Tesla, na, wisst ihr alle, kennt ihr, Elon Musk, hat ja auch mehrere Firmen, ist ja zum Beispiel auch vermögend geworden durch PayPal, ist ja auch kein Geheimnis. Und unterstützt ja auch seine Chip-Technologie im Kopf, womit man ja sich sozusagen im Internet verbinden kann. Also das ist alles Zukunftsmusik, aber das sind schon Dinge, die womöglicherweise wegweisend sind. Wer weiß das schon, ja? Also wie hieß denn diese Firma, die er dazu gegründet hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Also sehr spektakulär. Da gibt es auch Infovideos darüber, wie dann quasi Maschinen ins Gehirn, also in den Kopf reinsägen und dann diese Operationen völlig autark vonstatten geht, bis man diesen Chip sozusagen implantiert hat. Dazu gab es auch schon Videos und Beweistests, dass das funktioniert an Schweinen. Ja, also ganz großes Thema. Dürfte vielleicht der ein oder andere mitbekommen haben. Ihr seht also, man weiß nicht, wohin sich die ganze Menschheit entwickelt, ja. Und solange man das nicht weiß, kann man auch nicht sagen, entwickelt sie sich
sozusagen davor, ja, Fragezeichen, bevor dieses Interesse an Gold nicht mehr da ist? Oder ist dieses Thema Gold einfach oder Silber oder Edelmetalle einfach immer präsent? Ja, also das ist schwierig zu sagen. Wenn man jetzt rein die Historie zugrunde legt, weiß man, dass die Menschheit schon immer irgendwie mit dem Edelmetall verbunden war. Ja, seit Jahrtausenden, seit Ewigzeiten, wenn man so will. Insofern kann ich mir schwer vorstellen, dass die Menschheit irgendwann den Absprung schafft und sagt, Edelmetalle brauche ich nicht mehr. Sollte das so sein? Na klar, dann gibt es irgendwann eine Goldblase. Ist ja logisch, weil wenn Gold nicht mehr abbaubar ist oder einfach nicht mehr an der Erde vorhanden ist, dann will sie jeder haben. Ist ja klar. Dann wäre es eine Goldblase. Definitiv. Aber ob das so kommt, na, das steht in den Sternen. Also wie in einer englischen Zeitung, in einem englischen Zeitungsbericht, in der zum Beispiel bei Instagram sozusagen zugespielt wurde, wo einer drauf spekuliert, dass wir bis 2024 uns in einer Goldblase befinden. Also das glaube ich persönlich nicht. Ja, das ist meine Überzeugung. Dafür sind die Faktoren im Moment meines Erachtens nicht gegeben. Ja? Nichtsdestotrotz möchte ich das einfach auch nochmal in diesem Video aufgearbeitet haben. Goldblase befinden wir uns in der Zeit nicht, also aktuell nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns in der Goldblase in den nächsten 2-3 Jahren befinden werden. Aber das ist nur meine persönliche Überzeugung. Gerne auch kommentieren, wie ihr dazu steht. Ja, schließlich wissen wir alle. Und dieser Faktor bleibt natürlich offen, dass wenn Gold immer weiter interessanter wird, ja, stellen wir uns mal im Preis. Ihr wisst es ja selber, Expertenmeinungen gehen ja davon aus, dass wir 2-stellige, 3-stellige, 4-stellige, 5-stellige Goldpreise sehen werden. Also 2, 3, 4, 5 oder 10.000 oder sogar darüber, wer weiß das schon. Dann würde das natürlich Begehrlichkeiten wecken, ist ja klar. Ja, natürlich gibt es dann auf der Non-Commercial-Seite, jetzt mir eine Fliege in den Mund geflogen oder irgendwas, läuft, auf der Non-Commercial-Seite in der Long-Position natürlich einen Haufen Leute, die wo da rein wollen. Und natürlich wird es immer mehr und mehr und mehr und mehr, ist ja klar. Wer will schon einen abfahrenden Zug verpassen? Doch kein Mensch, ja, dafür sind die Menschen zu sehr an Herdenprinzip programmiert. Nicht interessiert, sondern programmiert. Insofern, das ist auch noch so eine Weisheit fürs Leben, meiner Meinung nach. Bildet eure Meinung selbst. Ja? Letzten Endes ist das etwas, was wir alle Menschen, oder sagen wir mal, eins der wenigen Dinge, die wir Menschen wirklich als Freiheit betrachten können, sind unsere persönlichen Entscheidungen. Ja? Wohin gehen wir? Wohin wollen wir? Wie entscheide ich mich? Das ist letzten Endes eines der wenigen Freiheiten, die wir Menschen wirklich haben und für uns bewahren sollten. Und lasst euch das nicht nehmen. Seid kein Schaf, rennt nicht anderen Leuten hinterher. Entscheidet selbst, ja? Ob ihr euch mit dem Thema Gold und Silber identifizieren könnt, ob ihr euch mit Aktien identifizieren könnt oder ob ihr euch, was auch immer, Immobilien, ja, Geld, also Sorten, sagt man ja so schön, halten wollt, entscheidet das selbst. Aber lasst euch eure Entscheidungen nicht wegnehmen. Liebe Freunde, ist wichtig, ganz wichtig. Insofern, Goldblase, nein, gibt es nicht. Goldpreissteigerung, definitiv. Insofern, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir wie immer einen großen Daumen in nördlicher Richtung da. Ich habe was vorbereitet für euch. Wenn ich diese 4000 Abo-Marke mal endlich schaffe und erreiche. Im Moment zieht es sich halt einfach wie ein Kaugummi vor sich hin. Ist aber so, das ist normal bei YouTube. Manchmal gibt es Zeiten, da rennen einem die Leute die Bude ein. Manchmal gibt es Zeiten, da hat man das Gefühl, es bewegt sich gar nichts mehr. Ist aber in Ordnung für mich. Ich geiere sowieso nicht so nach 100 Millionen von Abonnenten innerhalb von einem Tag. Aber gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann habe ich auch was ganz Tolles für euch. Insofern, danke fürs Zuschauen, Daumen in nördlicher Richtung, Abo dalassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, euer Silbermatze. Bye mit Ei.